Mein Name ist Gerhard Früh und ich bin Vorsitzender des SV Pfeilburg. Wir haben ein altes Fußballsportheim gehabt. Die Tennisabteilung hat ein eigenes Tennisheim. Und diese veraltete Bausubstanz hat einfach dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, ob wir ein neues Domizil für uns erstellen und bauen. Und es reifte in unseren Köpfen und gemeinsam mit vielen verschiedenen Mitgliedern aus dem Verein und der Gemeinde, muss man sagen, mit dem Bürgermeister, kam das dann dazu, dass man also gesagt hat, gut, wir gehen die Sache an und bauen ein neues Heim, ein neues Sportheim mit einer kleinen Turnhalle. War natürlich so, dass man versucht hat, die Unterhaltskosten dieses neuen Gebäudes so niedrig wie möglich zu halten. War eine Planung da, dass man sagt, okay, über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe, da ein bestehender Tiefwasserbrunnen vorhanden war zur Platzbewässerung, hat man diesen Brunnen hergenommen und hat dieses Wasser genutzt und einen Schluckbrunnen, einen Förderbrunnen gebaut und einen Schluckbrunnen. Und damit wird eine Wärmepumpe betrieben. Und diese Wärmepumpe braucht im Prinzip weniger Strom, als über die Photovoltaik produziert wird. Außerdem sind über spezielle Fenster zu dem damaligen Zeitpunkt, wo wir es gebaut haben, die wärmeeffizientesten Fenster, die es auf dem Markt gab, und auch entsprechende Außenmauern, die eben den entsprechenden K-Wert haben, dass die Isolierung so ist, dass dieses Gebäude also nahezu keinen Wärmeverlust hat. Unser Konzept, das wir geplant hatten, ist somit aufgegangen, muss man sagen. Jetzt wissen wir erst seit dem Jahr, was also die tatsächlichen Unterhaltskosten sind. Die belaufen sich ungefähr auf 10.000 Euro. Von der Halle und die Umkleidekabinen und die Duschen im Jahr. Und diese werden 50% von der Gemeinde und vom Verein getragen. Wir haben noch einige Sachen vor. Außenanlagen müssen fertig gemacht werden. Ja, wir wollen ein Kassenhäuschen da oben haben. Wir brauchen in der Halle drin noch ein paar Sachen. Zum Beispiel einen Mattenwagen würden wir gerne uns zulegen und solche Sachen. Also, es gibt noch genügend Möglichkeiten, dieses Preisgeld zu verwenden. An der Stelle sage ich ganz einfach nochmal herzlich Danke an alle, die da mitgeholfen haben. Weil so ein Projekt kann eine Vorstandschaft zwar sich wünschen, aber verwirklichen, da braucht man schon viele helfende Hände.